Mein Name ist Thorsten Butsch und ich erzähle euch jetzt etwas über das Thema Lichtquellen. Ohne Licht ist es dunkel und wir sehen nichts. Damit wir nachts trotzdem etwas sehen können, sind wir auf Lichtquellen angewiesen, wie hier in diesem Beispiel die Straßenlaternen. Lichtquellen sind Dinge oder, wie man in der Physik sagt, Körper, die Licht aussenden. Sie tun dies oft in alle Richtungen. Man teilt Lichtquellen in verschiedene Arten ein. Auf der einen Seite schaut man, ob die Lichtquelle selbst leuchtet, also eine selbstleuchtende Lichtquelle ist, oder ob die Lichtquelle von einer anderen Lichtquelle angeleuchtet wird, also eine angeleuchtete oder beleuchtete Lichtquelle ist. Dann schaut man, ob die Lichtquelle von Menschen gemacht ist, also eine künstliche Lichtquelle ist, oder ob sie natürlichen Ursprungs ist. Hier sind nun ein paar Beispiele. Das Feuer beispielsweise ist eine natürliche Lichtquelle und es leuchtet selbst. Der Leuchtturm ist eine künstliche Lichtquelle und leuchtet auch von selbst. Der Reflektor ist eine künstliche Lichtquelle und er wird angeleuchtet, damit er selber leuchten kann. Der Mond ist eine natürliche Lichtquelle und auch er wird von der Sonne angeleuchtet, damit er selbst leuchten kann.